Diese Sendung wird gesponsert von CMC Markets. Hallo und herzlich willkommen zum DAX-Check am Donnerstag. Und dazu begrüße ich heute Thorsten Grisse von der Commerzbank, mir nun aus Frankfurt zugeschaltet. Schönen guten Tag, Herr Grisse. Gestern gab es ja das FED-Sitzungsprotokoll. Richtig schwer wiegen jetzt aber für den DAX heute die Konjunktursorgen aus China. Wie schätzen Sie denn derzeit das Marktumfeld ein? Ja, um die aktuelle kurzfristige Situation im DAX einzustufen, macht sich erstmal Sinn, ein bisschen zurückzuschauen. Der DAX kommt ja von einem Niveau im Juni so ungefähr von 9.214 Punkten und ist anschließend in einem guten Aufwärtstrend bis August so in den Bereich 10.800 Punkte gestiegen. Und seitdem läuft der DAX seitwärts und hat dabei eine Trading Range etabliert unterhalb dieser 10.008 Punkte und oberhalb des Bereiches so um 10.262 Punkte. Und in dieser Trading Range befinden wir uns, da geht es manchmal ein bisschen höher, manchmal ein bisschen runter, aktuell ein bisschen runter, auch mit dem Gegenwind von der Wall Street, die ja gerade auch nicht ganz so gut läuft. Trotzdem kann man jetzt nicht sagen, dass man große Impulse sieht, sondern muss davon ausgehen, dass diese Trading Range sich erstmal fortsetzt. Wollte ich gerade fragen, kurzfristig die Perspektiven, wie sieht es aus für den DAX? Ja, solange der DAX halt eben zwischen 10.200, 10.800 grob hin und her pendelt, kann man eigentlich nur davon ausgehen, dass die Trading Range sich fortsetzt. Das heißt, wenn sie im oberen Bereich sind und am unteren Bereich sind, schlägt der DAX vermutlich die Gegenrichtung ein. Erst wenn diese Trading Range dynamisch verlassen wird, haben wir ein neues technisches Signal. Momentan testen wir eher noch mal unten. Das heißt also, man muss ein bisschen diese 10.262, 10.200er Zone im Blick halten. Wenn wir die nach unten verlassen würden, dann hätten wir wahrscheinlich noch mal einen kleinen Verkaufsschub zu erwarten. Wie sieht mittelfristig das Chartbild aus? Mittelfristig hat der DAX ja vorausgegangen eine starke Base gefahren. Und den Base-Trend haben wir überwunden. Wir sind auch zurückgestiegen über die 200-Tage-Linie. Das heißt, das hat alles positive Strukturen. Wir befinden uns in der guten Recovery. Und man sollte eigentlich erwarten, dass der DAX auch mittelfristig sich aufwärts bewegen kann. Dann zunächst über den Bereich von 11.000 Punkten. Wie gesagt, man muss vorher aber aus dem Ausbruch über 10.800 Punkte abwarten. Wie sollte man sich denn derzeit an den Märkten positionieren? Derzeit ein bisschen abwartend positionieren, das heißt, weil wir dieses Mixed Picture hier haben, sowohl in Europa als auch in den USA, sollte man vielleicht, wenn man da agieren will, ein bisschen mal schauen, in welche Richtung geht es. Wenn man dann merkt, der Markt hat diese Gleichgewichtssituation verlassen, zum Beispiel nach oben, dann kann man sich wieder long positionieren. Wenn man merkt, der Markt rutscht ein bisschen, weil die negativen News überwiegen, dann sollte man vorsichtiger werden. Thorsten Grisse, dann sage ich vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Und danke für Ihr Interesse. Den DAX-Check, den nächsten, gibt's dann morgen. Seien Sie mit dabei. Bis dahin. Diese Sendung wird gesponsert von CMC Markets.